дельфіні. Ті елегантні водні сесалці виглядають за одну з найінтелігентніших верст на нашому планету. Свою іземну наклоненістю, доступністю і комунікативністю помогучають людям зелу каковосно і інтензивно проучування своєго світа. Le ugibamo lahko, kdaj in kako se je v resnici porodila ta posebna vez med človekom in delfinom. Najverjetneje pa tisočere zgodbe, v katerih delfini nastopajo kot plemeniti, bistroumni in igrivi prijatelji ljudi, segajo vse do pradavnine, ko je človek za voljo eksistenčnih potreb začel vse bolj posegati v morje. Kljub temu dolgotrajnemu prijateljstvu in odlični komunikaciji med obema vrstama, pa danes še vedno ne moremo reči, da smo razkrili vse skrivnosti delfinov. Nasprotno, sodobna znanost na poti njihovega proučevanja vselej znova odkriva osupljiva presenečenja. Eno takšnih presenečenj je gotovo nedavno dognanje, da bližnje srečanje z delfinom za človeka lahko pomeni veliko več kot le prijetno, zabavno izkušnjo, saj je nekatere pozitivne učinke delfinov na ljudi moč uporabiti tudi v terapevtske namene. Med pionirji, ki to dognanje že uporabljajo v praksi, je tudi avstrijski psiholog magister Norbert Trompiš. Svojo terapevtsko metodo s poudarkom na soudeležbi delfinov je poimenoval alfa-terapija. Die Alpha-Therapie ist eine multimodale Therapieform, in der wir die verschiedenen Effekte der Delfine auf den Menschen zu nützen versuchen. Diese ereignen sich auf einer sozialen, emotionalen, aber auch neurologischen Ebene. Durch unsere ganzheitliche Methode versuchen wir, die ganze Familie in die Therapie mit einzubeziehen und auf möglichst vielen Ebenen Entwicklungsfortschritte zu erzielen. In der Delfininteraktion spielen zwei wichtige Aspekte eine Rolle. Zum einen ist es der soziale Aspekt, das heißt, dass der Delfin als sozialer Partner mit dem Menschen in eine freundschaftliche Interaktion eintritt. In dieser Interaktion ist es möglich für Kinder, die mit dem menschlichen Kontakt Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen in einem Spiel, in einem Ballspiel und so in einen entspannten Zustand zu kommen. Der zweite Effekt der Delfine und der Delfininteraktion ist der, dass die Delfine durch ihr Sonar, durch ihre Ultraschallaktivität in der Lage sind, unser Gehirn direkt zu stimulieren. Und durch diese Stimulation verschiedene Prozesse in unserem Gehirn auszulösen. Einer der wichtigen Effekte ist der, dass sich beide Gehirnhälften synchronisieren und dass die Gehirnwellenfrequenz sich absenkt und ein Alpha-Zustand erreicht wird. Dieser Alpha-Zustand ist ein ganz besonderer Bewusstseinszustand, der auch mittels EEG-Apparaturen messbar ist. In diesem Frequenzbereich ist unser Gehirn besonders aufnahmefähig für Information und können sich eben Lernprozesse sehr schnell und sehr nachhaltig ereignen. Und dieser wünschenswerte Zustand versuchen wir dann in unseren nachfolgenden Therapien zu nützen. Norbert Trompiš s svojim strokovnim timom že več kot 5 let uspešno izvaja program alfa-terapije na različnih lokacijah po svetu. V nenehnem iskanju najprimernejših infrastruktur ter najboljših pogojev za delo ga je ta čas pot privedla na Jalto. To najbolj mondeno, živahno in slikovito ukrajinsko letovišče, ki leži na jugu Krimskega polotoka ob Črnem morju, je svetovno znano predvsem po zaslugi Jalske konference, na kateri so se ob koncu druge svetovne vojne trije veliki, Churchill, Stalin in Roosevelt, v slaviti palači Levadija dogovarjali o prihodnji ureditvi sveta. Der Standort Jalta bietet für die Alpha-Therapie die idealen Bedingungen. Das ganz neu erbaute und eröffnete Aquatoria ist für unsere Therapie optimal ausgerüstet. Daneben ist es so, dass die Delfine, die hier leben, bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Delfintherapie haben. Weiters ist das Klima auf der Krim ganz besonders gut geeignet und vermittelt durch einen sommerlichen Flair sehr viel Entspannung für die Familien, die hier anreisen. Das Hotel Jalta, in dem die Familien untergebracht sind und in dem die Therapien stattfindet, bietet von der Ausstattung alles, was wir für unsere Therapie brauchen und der den Komfort für die Familien bedeutet. Ein weiterer Vorteil des Standortes hier in Jalta ist, dass es mitten in Europa ist und die Anreisezeit für die Familien dadurch minimiert ist.